wie der Löwenzahn auf die Erde kam. Sonne und Mond verliebten sich, sie heirateten und es dauerte nicht lange und sie bekamen viele kleine, wunderschön funkelnde Sternenkinder. Vater Sonne musste auf Reisen gehen. Mutter Mond blieb bei ihren Sternenkindern daheim. Als die Sternenkinder alt genug waren, beschloss Mutter Mond, sie auf die Erde zu schicken, damit sie neue Erfahrungen sammeln konnten. Mutter Mond schickte die Sternenkinder zur Erde als wunderschöne Blumen in der Farbe des Vaters, die gelben Löwenzahnblumen. Sie sahen sich die Erde an und bekamen nach einiger Zeit so Heimweh, dass sie Mutter Mond baten: Hol uns wieder zurück zu dir. Mutter Mond hatte Erbarmen mit ihren Kindern und verwandelte sie in glänzende, silberne Schirmchen, die so zurück zu ihrer Mutter fliegen konnten. Autor unbekannt.